weil es geht jetzt um den Stand der Planung, die Verlängerung der Unterfahrung Gerhard-Müller-Platz und Gestaltungskonzept für die Oberfläche. Sie haben das zu Wort. Vielen Dank, Frau Kietzle. Guten Abend, Herr Kanzler. Nachdem ja nun von meinen Kollegen hier Maßnahmen gerechnet und beschlossen, was die Überlegung der Stadtplanhaltestelle und Herstellung des Troges denn erfolgt worden ist, wird dann, wenn die Sachen so hergestellt sind, wie sie jetzt auch hier vorgestellt wurden, wie sie geplant sind, wenn dann alles gut gegangen ist, am Ende soll denn da der Deckel drauf und wie das denn da oben drauf aussehen wird. Das möchte ich Ihnen heute vorstellen, das Konzept, das möchte ich Ihnen vorstellen, das wurde wahrscheinlich schon im Rahmen der Planbestellung, hat man darüber gesprochen und wie wir uns das jetzt derzeit wieder Stand ist, der Planung momentan, möchte ich Ihnen heute vorstellen und auch Ihre Anregung dazu vornehmen. Ja, ich gehe kurz auf den Bestand ein, dann stelle ich eben diese Deckelherstellung dar und den Vorplatz, diese Vorfahrt, diese neue Vorfahrt vor dem Südportal, zu diesem neuen Eingang zum Hauptbahnhof, wie das aussehen soll und dann noch was zu den Kosten und den Terminen. Gut, der Bestand heute, so wie es ja nicht mehr ganz aussieht, ja, hat sich ja inzwischen schon erheblich was verändert, aber die Straßenführung ist auf jeden Fall noch die gleiche. Es geht ja um diesen Bereich, auf den ich mich heute konzentrieren möchte, wo dann später sie eingeblendet, eben dieser die Querung der DB-Trasse hergestellt wird, der neue Bahntrog, der Tunnel, der neue Bahntunnel unter der Stadtbahnlinie hindurch und auch unter der B14 hindurch. Also das heißt, dieses Bauwerk am Gebhard-Müller-Platz, hier mal den Gebhard-Müller-Platz für den Wagenbautunnel, die Rampe wird ja gekreuzt und wird ja auch komplett abgerissen und muss dem, nachdem diese Bauwerke, dieser Bahntunnel und auch der Stadtbahnbauwerk hergestellt ist, wieder eben hergestellt werden. Nochmal, das hat aber Schröder ja auch zu Beginn gezeigt. Ich denke mal, das ist der Blick ja in die Richtung Stadtbahn, in Richtung Stadtbahnklasse. Also wenn man Richtung B14 schaut, ja, mit der zukünftigen Haltestelle, die hier in Weiß dargestellt ist und eben die alte Halte, die bestehende Stadthaltestelle, die abgebrochen werden muss. Und hier ist die geplante Verlängerung der Unterfahrung des Gebhard-Müller-Platz, wie ich Sie Ihnen vorstellen würde. Das ist in die andere Richtung, 90 Grad gedreht. Man schaut jetzt in Richtung Hauptbahnhof, also in den Bahntunnel hinein. Das ist hier rot dargestellt, das heißt, wir schauen jetzt in Richtung Hauptbahnhof. Man sieht auch, wie man hier die bestehende Stadtbahntrasse wieder durchschnitten wird. Und obendrauf, hier in blau dargestellt, ist der geplante neue Deckel, das ist die Verlängerung diese Unterfahrung Gebhard-Müller-Platz in Richtung Eckartor. Hier haben wir den letzten Stand der Planung, und zwar die Planfeststellung. Im Rahmen der Planfeststellung sah dieser Bereich hier schon so aus, das heißt, dass wir hier einen längeren Deckel haben, also das Portal liegt ja ungefähr hier, der Gebhard-Müller-Platz, die Unterfahrung, das heißt, diese Unterfahrung des Gebhard-Müller-Platzes ist also schon verlängert. Wir sprechen da von dem Deckel hier, ist das neue Südportal mit den Eingängen, die Stadtbahnlinie. Und im Zuge der Planfeststellung, also so wie dieser Plan hier vorliegt, der ist auf Wunsch der Stadt, ist das so entstanden und wurde dann von der Bahn in die Planfeststellung aufgenommen. Weil zunächst ist die Bahn ja nur, da war das vorgesehen, dass eben diese Unterfahrung Gebhard-Müller-Platz mit dieser Rampe so wiederherstellt, wie sie heute ist, in dieser Länge. Das heißt, es wäre hier offen geblieben, vor dem Zielportal wäre also dieses offene Rampenbauwerk gehalten geblieben, aber die Stadt hat die Chance gesehen jetzt, dass wenn man das ja schon alles abreißt, dass man dann gleich, wenn man das wiederherstellt, eben einen möglichst langen Deckel herstellt und diese B14, die man ja gerne auf der gesamten Länge möglichst unter der Erde hätte, eben ein Stück weiter unter die Erde zu bringen. Und dass sich die Stadt eben auch an den Kosten, die dadurch zusätzlich entstehen, weil der Deckel drauf muss, ist ja nicht mehr offen, dass diese Kosten dann eben die Stadt übernehmen würde. Darüber hat man sich so vereinbart in der Planfeststellung, das ist auch so planfestgestellt worden. Also dieser Plan ist der planfestgestellte Plan, wo der Deckel schon so vorgesehen ist.
Da ich das jetzt heute vorstelle, ist es in unserem Planungsbereich, der Deckel ist außerhalb des Stücke 21, ist eigentlich schon, und das ist der Grund, warum auch die Stadt diese Planung federführend macht, weil auch die Willy-Brandt-Straße in Fortführung vor den Ministerien letztendlich auch unter unserer Federführung ist, haben gesagt, es ist schlüssig, wenn wir das hier fortsetzen und in diesem Zuge eben auch die Gestaltung des Deckels und die Vorfahrt vor dem Main-Südportal mit übernehmen. Das heißt, dass die Pläne, so wie sie jetzt mit allen unseren Ämtern, vor allem natürlich mit der Stadtplanung, mit der Verkehrsplanung, mit der Stadtgestaltung und natürlich auch mit der Verkehrsbehörde im Kernfriedhofsamt abgestimmt wurden, die eben in diesem Planungsprozess wie gewohnt in enger Abstimmung mit uns sind. Nochmal hier der Deckel. Wie er sich hat, wir haben 120 Meter mehr, da ist die B14 wird mehr überdeckelt sein. Das heißt, der Vorteil ist natürlich, dass diese Zäsur oder diese Trennwirkung eben hier in diesem Bereich etwas verbessert wird, also reduziert. Vorteil ist auch, dass wir eine ebenerdige Anbindung haben des Kammerviertels. Das wäre ja davor, hätte man eben immer noch diese Schlucht dazwischen. Es gibt ja die Möglichkeit, mit einem Überweg hier von der Sängerstraße kommend eben direkt ebenerdig zum neuen Südportal zu gelangen. Ja, und in den Park selbstverständlich. Ja, weiter. Was heißt der Park? Das ist doch kein Park. Park natürlich. Die Bahn hat hier vorgemacht, dass der ja ein Brückenbauwerk wäre nicht geplant gewesen, um hier rüber zu kommen. Betonpark. Bitte? Betonpark, meine ich. Wolfgang Schusterpark. Ja, okay, wie wir sind, wir sind. Auf jeden Fall besteht ja die Möglichkeit, eben wieder rüber zu kommen und man muss nicht über den Brückenbauwerk, so wie das sich vorgesehen hat. Vorteil auch dieser Segelverlängerung ist, dass man eben, dass die Straßenfläche hier auf den Deckel geschoben werden kann im Kreuzungsbereich. Das heißt, die Aufhäutungen, die für die Abbiegespuren erforderlich sind, können auf den Deckel gelegt werden. Und diese Flächen, die man hier zugewinnt, die können also dem Park zugeschlagen werden. Das heißt, wir haben also mehr Parkflächen auch durch den Deckel. Das sind rund 2000 Quadratmeter mehr Parkfläche, so wie es jetzt auch dann wird, die über den Deckel bedingt sind. Und wie viel Karte ist da drauf? Vorteil ist auch diese Geradlinigkeit, also städtebaulich, ist es ja auch das Ziel, die Willy-Brandt-Straße in einheitlich durchgängigen Erscheinungsbild umzugestalten. Angefangen ist bei dem Ministerium, beim Lenkertor bis eben zum Gebhard-Müller-Platz und das sieht man nachher wieder in der Übersicht. Durch den Deckel wird es auch ermöglicht, dass man das eben in diese Richtung, die Gestaltung in diese Richtung übernimmt. Wir sehen es nochmal. Jetzt in der Übersicht, ja, und das Neckartor, die Ministerien, die neu hergestellt sind, das ist ja, wie es hier mit dem neuen B-Plan, der am Zuge der Ministerien aufgestellt worden ist, wie die Straße aussehen soll. Und diese Gestaltung kann man hier dadurch annähernd fortsetzen. Nochmal symptomatisch hier im Rot dargestellt, die alten Straßengrenzen, die alte Impfung, sehen wir, wie sich das hier aufweicht und im Park angeht, wie weit man das zugeschieben kann. Und gleichzeitig auch die Portalverschiebung. Denn jetzt vor dem Ministerium ist es auch so, dass eine Verschiebung in Richtung Ministerien erfolgt durch diesen Abumbau des Straßenkorbs. Die ist erforderlich, weil man eben auf der Seite des Hotels Le Méridien, der unteren Seite eben zusätzlich diese Bahnreihe anbauen möchte, sodass man auf beiden Seiten eben die Bahnreihe hat. Schön, man würde dann immer bei den Plänen auch sagen, ob die in 10 oder erst in 50 Jahren gepflanzt werden. Oder gar nicht. Ja, also diese Pläne sind halt, die Bäume sind ja zunächst mal im Plan vorhanden. Aber das Ziel ist so, und da müsste ich sagen, nichts dagegen, dass das nicht her, ich wüsste nicht, also wir haben jetzt auch vor, das so auszuschreiben und die Planung so zu laufen, dass diese Grünbeete mit den Bäumen eben auch so hergestellt werden. Das ist zum Untergrund, das müsste natürlich noch geprüft, aber ich gehe davon aus, dass die schon hergestellt werden können. Ich nehme das auch mal mit davon, das nochmal zu prüfen. Also das wurde uns ja zugesagt, dass dem so ist, und da hätten wir einfach gerne Bestätigung, weil wir glauben inzwischen nicht mehr so ganz dran, weil da eben drunter so viel gebuddelt wird und auch so viele Leitungen inzwischen auch verlegt werden.
sodass wir dann schon gerne wüssten, ob das da in der vorgestellten Form umsetzbar ist oder wo dann die Ersatzfinanzierung vorgenommen werden soll. Aber wir wollen ja das auf jeden Fall eigentlich an der Stelle haben. Gut, denn auf der Seite der Ministerien, also wenn Sie sich dafür gesehen, würde ich ausgehen, wir haben einen B-Plan, haben also diese 2,50 Meter breiten Baumgürtel, dann schaffen Sie daran einen 2,50 Meter bis 3 Meter breiter Richtungsradweg, das ist ja die Hauptrad, die alles nicht geführt werden soll, außerhalb des Parks, und dann einen 2,50 Meter bis 3 Meter breiter Projekt vor den Ministerien. So, dieses Konzept soll jetzt zum Vorplatz dran, zum Südportal in fortgesetzt werden. Und das ist jetzt auch die Neuerung gegenüber der Planfeststellung, mit der wir uns jetzt auch auseinandersetzen müssen, wo wir das auch unterbringen müssen. Das ist einmal dieser Radweg. Das ist auch in der Planfeststellung ist ja nicht vorhanden. Das ist hier im Raum reingetragen, sehen Sie hier. Der ist eigentlich jetzt erstmals in dieser Planung mit aufgenommen worden. Das ist die neue, der Radweg für die Tal-Längsroute, der parallel zu dem Sonst geführt werden soll. Der Radweg braucht natürlich Platz. Und das Vorfeld hier ist eh schon sehr platzbeengt gewesen und das hat uns auch dazu gezwungen, hier ein paar Veränderungen vorzunehmen in den Planungen. Grundsätzlich, wenn man die Vorgaben der Planfeststellung auch mit aufgenommen hat, dass die Taxianzahl der Taxibringer, Taxiroller, Taxinachfolger, die sind Waldplätze, Behindertenstellplätze und Fahrradstellplätze betrifft, aber nochmal auch mit der Option, Fahrradstellplätze, die Fahrradbügel müssen hier angeordnet. Dass man die dann auch nochmal bis auf 100 Fahrradabstellplätze erweitern könnte. Und wir brauchen jetzt schon, dass wir hier 3 Plätze haben für den Busgelegenheitsverkehr. Das haben wir zusätzlich hinzugekommen. So, ein wichtiger Merkmal der Planung jetzt, so wie sie da liegt, ist, dass wir die Taxinachrücke, um hier den Platz zu gewinnen für den Radweg und auch für Bäume hier in dem Bereich, die waren bisher auch nicht funktioniert und nicht möglich, haben wir die Taxinachrücke auf den grünen Titel verlegt. Das ist eigentlich eine wesentliche Änderung neben dem Radweg. Und die zweite Änderung ist die, dass wir die Anfahrtrichtung gedreht haben. Wir fahren also nicht mehr hier in diese Richtung an, sondern wir fahren hier entgegen in diese Richtung an. Bis hier sind die Taxinachrücke, das ist hier oben dargestellt. Und hier unten ist die Vorfahrt mit den Kisten Reitplätzen. Mit den Kisten Reitplätzen haben wir auch die Behindertenstellplätze. Den haben wir auch nicht. Und dieser Entwurf sehen wir jetzt mal von der Übersichtlichkeit und von der Verkehrssicherheit. Das war also in diesem Planfeststellungsplan, da gab es erhebliche Kritikpunkte. Es war auch klar, dass man die Pläne nochmal überarbeiten muss in Abstimmung, vor allem mit der Verkehrsbehörde, dass eben die Verkehrssicherheit auch für die Fußgänger gegeben ist. Da gab es also erhebliche Mängel. Und es ist jetzt mit diesem Entwurf, so wie er in der Fluss vorliegt, wäre es gegeben. Wir haben also einen Überweg, hier von der Überweg über die Längerstraße und dann der Überweg über die B14, über die Mittelinsel. Zusätzlich konnten wir hier auch nochmal Bäume unterbringen. Also es war auch nochmal das Ziel, dass wir versuchen, so viel wie möglich Bäume, also jetzt in den Planungen mit unterzubringen. Ja, was bisher nicht der Fall war. Und da konnte man hier auch noch 2 unterbringen, neben denen eben die hier in der Vorfahrt liegen, in der Busvorfahrt. Und der Gerhard-Müller-Platz ist eigentlich, sage ich mal, bei dieser verkehrlichen Funktion, das heißt, solange die Schillerstraße noch nicht zurückgebaut werden kann, und das wird sie ja nicht sofort können, wenn der Rückgang 21 fertig ist, sondern zunächst bleibt sie eben in ihrer heutigen verkehrlichen Funktion erhalten. Solange bis der Sittiering dann über die Wolframstraße den Senkartor anbinden kann, dann kann der Sittiering erst sozusagen diesen Verkehr, der heute über den Sittiering Schillerstraße läuft, aufnehmen, und dann wird diese Umgestaltung und Rückbau der geplanten Rückbau der Schillerstraße ja stattfinden, und dem Zuge kann man dann auch Fahrbahnen in der Zufahrt verändern. Das heißt, dass zunächst in diesem ersten, in dieser Zwischenstufe, den Gerhard-Müller-Platz wieder so herstellen, diesen wesentlichen mit den Verkehrs-, mit den Abbiegebeziehungen, wie wir sie heute haben. Das heißt zum Beispiel auch, dass wir hier diesen freien Rechtsabbieger eben einrichten müssen, der sozusagen gleichzeitig mit dem Geradeausverkehr einfällt. Das ist einfach aus verkehrlicher Kapazität bei den heutigen Verkehrszahlen
um auch, weil wir neue Überwege einrichten, also es gibt ja gegenüber heute werden auch neue Überwege eingerichtet, um eben diese zusätzlichen Grünzeiten für die Überwege zu bekommen. Also diese Planung, wie ich sie jetzt vorgestellt habe, wird auch nochmal weiterentwickelt. Das ist schon eine Weiterentwicklung. Ich habe bis zu diesem Zeitpunkt genau die gleichen Pläne vorgelegt, wie sie im UTA vorgestellt worden sind. Das ist ein erster neuerer Plan, weil Sie gesagt haben, wir sind ja in dieser Gestaltung, dieser Vorfahrtssituation, das ist für uns noch nicht komplett abgeschlossen. Das heißt, es gibt Optimierung mit der SSB bezüglich der Busführung, der Busbevorrechtigung. Denn die Baustandorte müssen jetzt auch nochmal in der Tiefe mit den Leitungen nochmal einzeln geprüft werden. Aber das ist so nach dem ersten Sichten sind sie möglich. Dann haben wir hier diese Vorfahrt, also wir versuchen auch Verkehrsflächen möglichst zu verkleinern, zu optimieren, um möglichst viel Flächen für E-Wege zur Verfügung zu stellen. Das haben wir also auch zum Beispiel hier die Zufahrten zusammengeschoben, die Busausfahrt, für die Ausfahrt aus der Vorfahrt, dass das eins ist. Dadurch haben wir auch wieder Flächen gewonnen. Ja, und so sind wir momentan aus in der Richtung, eben das weiter zu optimieren, diesen Entwurf. Zu den Kosten. Es ist so, dass diese Mehrkosten, also die, es wird ja jetzt so sein, dass dadurch, dass der Deckel hergestellt wird, das ist ja nicht der Ursprung, wir werden also nur mehr Flächen hergestellt, die eigentlich nicht, also die über dem heutigen Zustand sind, und da heißt es, dass die Bahn das dann ja eben nicht herstellen muss. Ja, das heißt, es kommen also Kosten für die Oberflächen noch zusätzlich auf die Stadt zu. Sowohl also für die Willy-Brandt-Straße, und wenn man das da zusammenfasst, der Bereich Willy-Brandt-Straße noch, die Vorfahrt sind es 3,2 Millionen Euro, die Stadt, mit denen sich die Stadt an diesen Bereichen hier beteiligen muss, in den Oberflächen. Darunter muss auch erst der Deckel hergestellt werden, da liegt die Kostenbeteiligung für den Deckel, der komplett auf 140 Meter neu hergestellt werden muss. Wer heute nicht da ist, der geht also komplett zulasten der Stadt, liegt bei 10,8 Millionen Euro. Hinzu kommen noch Lärmschutzmaßnahmen an den Portalen, die heute nicht da sind, aber die man noch prüfen wird, um auch einen Punkt zu machen, die Möglichkeit, eben den Portalbereich, der ja auch komplett neu hergestellt wird, eben so zu gestalten, dass möglichst der Lärmschutz, also dass ein Lärmschutz gegeben ist und der ausstrahlende Lärm eben reduziert wird. Und das von dem derzeitigen Terminplan wird so sein, dass der Deckel nach dem nicht vor 2017 begonnen wird, also die Herstellung des Deckels im Rohbau, sodass man die Herstellung der Flächen wahrscheinlich eher von 2019, 2020 der Fall sein wird. Warum wir jetzt schon mit den Planungen beschäftigen, ist schon natürlich noch eine Weile hin bis 2019, wenn man dann die Oberflächen herstellt. Das liegt halt daran, dass wir uns auch schon mit den Höhen auseinandersetzen müssen. Die Anschlüsse von der, die Aufgänge von der Stadt an die Züge müssen ja auch schon letztendlich jetzt im Rahmen mit den Höhen abgestimmt sein. Nochmal zur Taxivorfahrt, weil das war auch nicht, ich bringe das heute nochmal ein, weil das eine Frage war in Utah, oder das hat man nicht gesehen. Die breite Zustimmung ist es gestoßen, dass man eben diese Taxivorfahrt auf den Weg legt. Was das ist vom städtebaulichen her jetzt vielleicht nicht der optimale Standort ist. Sicher, es wäre sicher schöner, wenn man da keine, wenn man das nicht hätte, die Taxen hier, aber wir denken, dass es besser ist, die hier zu haben, wie wir hier in diesem Buch und hier engere Verhältnisse zu haben. Ja. Also wir denken, dass das vertretbar ist im Vergleich zu den Gewinnen, die wir auf der Seite am Südportal bekommen. Deshalb habe ich jetzt auch nochmal dabei, also wir haben uns da schon Gedanken gemacht, dass man das auch anders machen könnte. Also eine Idee war, dass man sich hier ausdehnt in den Park, aber dann hätte man halt in der Parkflächen verloren, auch Flächen für die Radabstellplätze haben wir verworfen. Ja, das ist dann aus unserer Sicht, kommt es nicht in Frage. Das heißt, die ganz schnell weg. Weitere Möglichkeit, so wie es jetzt das war der Plan davor, dass man das eben hier einrichtet, direkt davor, was halt den Nachteil hätte, dass man hier auf jeden Fall keine Standorte für Bäume gewinnt. Das hätten wir einfach nicht geschafft, ja, in dem Bereich. Und wir werden aber immer sehr nah an den Aufzug und an diesen Aufgang eben heranrücken, was jetzt als Städtebau nicht unter sich günstig wäre. Auch rücken wir hier insgesamt auf die gesamte Länge an die Radabstellanlage sehr nah heran.
So. Das ist ja schneller, das ist ja schneller.